Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir das öfter mit der Bahn fahren werden. Aber erstmal. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Ist doch alles dunkel. Was ist hier los? Hier ist noch alles unverpackt. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungspack... Credits! Ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Die Frage ist, wozu brauchen wir Geld in Andromeda? Ich meine, jetzt sind wir doch so eine Art Star Trek-Gesellschaft, nicht wahr? Ja, die einfach nur da ist zum Überleben, also... Ne? Die Pflanzen sind noch am Leben. Kiosk mit virtueller Intelligenz. Avina. Es wirkt, als hätten... Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Die Frage ist, wo sind die ganzen Leute? Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt Ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden, unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Puh. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Sehr mysteriös, was ist denn hier los? Kann ich überhaupt hoch? Ist noch alles... Hallo? Unausgepackt.
Hier müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Ein Terminal, okay. Vor allem müsste es ein bisschen aufgeräumter sein irgendwie. Transportkiste, gut zu wissen. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Hallo! Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagten Sie von einer Arche? Ja, gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Naja, Sie sehen, wir sind tatsächlich hier. Natürlich, es ist nur... Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von Ihnen. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Wir haben gehört, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Addison, sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec ist tot? Sie müssen verstehen. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Mein Vater war davon überzeugt. Wenn Sie ihm vertraut haben, müssen Sie auch seinem Urteil vertrauen. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast.
Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Willkommen auf der Nexus. Sie haben ein Einsatzziel erhalten. Drücken Sie Escape, um Ihr Logbuch einzusehen. Mach ich doch. Auf Wiedersehen, Wiedersehen mit der Nexus. Ja, wir haben ja verschiedene, das kann ich erklären. Wir haben ja verschiedene Missionen, beziehungsweise diese werden verschieden einsortiert. Das ist ziemlich hilfreich. Priorisierte Operationen, die haben mit unserer Hauptstory zu tun. Verbündete Beziehungen sind, wie der Name schon sagt, ja, steht alles. Dabei handelt es sich um Missionen, die für die Pathfinder und die Crew der Tempest von persönlicher Wichtigkeit sind. Ja, es gibt auch solche Loyalitätsmissionen auch bei Mass Effect 2. Das ist von alles Mögliche. Dann haben wir Helios-Aufgaben, das sind so die allgemeinen, ich sag mal, die allgemeinen Nebenaufgaben, die jetzt eher nicht bestimmten Personen zugeordnet, also nicht wichtigen, ja, Nebenpersonen, Nebenrollen zugeordnet sind, sondern ja, wenn du nebenbei angesprochen wirst oder sowas. So, zusätzliche Aufgaben, das sind halt die, ich sag mal, ja, kannst du mal machen, wenn du Zeit hast, Aufgaben. Ja, das ist die Story, das sind deine Gefährten, das sind die Nebenmissionen und das sind die, kannst du machen, wenn du Zeit hast. So, deswegen haben wir hier mit Ten sprechen, Cash stechen, Candles und so weiter. Das muss ich euch so erzählen, wenn ihr, angenommen, wir haben jetzt hier die priorisierte Operation aktiviert. Wenn wir jetzt zufällig in einen Bereich kommen, wo eine andere Nebenmission irgendwie ein Event startet oder sonst sowas, dann, und wir schließen das ab, dann wird automatisch auch diese Missionen gezählt, beziehungsweise aktualisiert, ohne dass wir irgendwie das Logbuch oder sowas eintragen müssen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe einen Logbuch-Eintrag drin, sprich mit Ten und einmal nochmal sprich mit Ten über das und das, dann oder lauf an oder wie, genau, ein Logbuch-Eintrag, wir müssen mit Ten sprechen und ein Logbuch-Eintrag ist, ich sag mal, ein Raum hinter Ten, wo wir mit jemandem sprechen müssen. Und wenn wir dann durch diesen Raum laufen, wo Ten ist, und per Skript wird dann aktiviert, dass eine Zwischensequenz kommt, dann wird automatisch diese Quest angefangen, auch wenn wir sie nicht als Ziel aktiviert haben auf unserem Radar oben. Ja, das ist eigentlich ganz hilfreich. Dann so schießt man, und ich habe so manchmal Nebenmissionen abgeschlossen, wo die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind, Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Gut. Ich habe mich schon langsam gefragt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Direktor Edison hat ein Recht auf Ihre Meinung. Maßgeblich ist jedoch meine. Und weiß sie das auch? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt.
Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay. Aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wie der Anführer, für den Sie sich halten. Mag sein, aber Sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den Sie sich halten. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Update aus dem Maschinenraum. Ja. Wir sprechen als erstes mal mit Ten, wenn wir schon mal da sind. Wir können jetzt Z halten, um die Mission zu verfolgen. Mache ich aber nicht, weil wir jetzt erstmal... Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben, aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ja, ich würde sagen, das können wir später auch mal nachfragen. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. An das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. So, jetzt müssen wir mit Technikerpartiel sprechen. Wer ist denn Technikerpartiel? Ach, da ist der Technikerpartiel. Nehmen wir es. Ah, mach mal. Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Sie wissen doch, was man sagt. Es ist keine Paranoia. Wenn wirklich jemand hinter dir her ist, ja. Das dritte Mal in dieser Woche. Und es wird schlimmer. Das erste Mal war eine Kleinigkeit. Aber diesmal hätte es übel ausgehen können, wenn ich näher dran gewesen wäre. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen? Wenn die mit kritischen Systemen anfangen... Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Nein, mir geht's gut. Und ich weiß es nicht, sie ist einfach explodiert. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. Okay, wir gehen jetzt in unser Logbuch. Healers-Aufgaben, Nexus, die.
Genau. Jetzt werden uns die ganzen Sachen angezeigt. Ist ein bisschen zu einfach, um ehrlich zu sein. Beim ersten Mal habe ich es nicht geschnallt, ganz ehrlich, dass man das so machen kann. Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann nehme ich sie am besten vom Netz, bis Rush Zeit hat, sie sich anzusehen. Jedenfalls habe ich hier gesucht und gesucht und gesucht die ganze Zeit. Und, ja. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, Mensch, kannst du es ja vielleicht mal aktivieren im Logbuch. Oder suchst mal im Logbuch, vielleicht kannst du die ja aktivieren. Und dann hat das funktioniert. Scannen Sie die Verkabelung und folgen Sie ihr, um das Panel zu finden, das der Saboteur benutzt hat. Ja, ich scanne. Ist hier oben, nämlich da. Pathfinder, ich habe die Daten von Sam erhalten. Wir haben es tatsächlich mit Sabotage zu tun. Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja, an all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellers an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellers arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. Ja, dann statten wir der doch mal einen Besuch ab. So eine Sabotage jetzt ist ganz blöd. Besonders, wo wir gerade angekommen sind. Wer macht das? Wer sabotiert sein eigenes? Ich meine, wir sind ja nicht irgendwo auf einem Planeten, wo er sich in Sicherheit irgendwo verstecken kann. Wir sind hier auf einem Raumschiff, auf einer Raumstation, mitten im Weltall. Wenn hier irgendwas passiert, wenn hier Luft rausgeht, irgendwas explodiert, der geht ja selber mit drauf. Warum hat man sich dann überhaupt gemeldet, wenn man sowieso alles am Ende kaputt macht? Das ist ganz seltsames Vorgehen. Sarah Kellis? Ja? Ich habe Beweise, dass Sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf Ihr Universalwerkzeug. Witzig. Raj hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu Ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Raj als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kellis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Anscheinend benutzt jemand Sie und Raj, um seine Spuren zu verwischen. Dafür bräuchte er eine ziemlich hohe Zugangsfreigabe. Trotzdem, es ist besser als die Vorstellung, dass es Raj war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Raj, sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein. Sie hatte Beweise, die auf Sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat Sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. Erstmal nehmen wir alles mit. Alles mit, was geht. Vielleicht brauchen wir das später nochmal, aber wir müssen jetzt wieder Zug fahren. Also Zug fahren machen wir wirklich unglaublich oft. Weil viele der Missionen ist hin und her laufen. Ist aber eigentlich ja schon Standard bei den Nebenaufgaben. Oder bei solchen Aufgaben generell bei Quests. Dass man hin und her läuft, mit den Leuten, mit den Menschen spricht oder mit dem anderen. Und dann passiert nichts. So, Überwachungsaufnahmen. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Ja gut. Warum muss ich dann... Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Ja. Nummer 3. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt.
Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Ja, Hyperion halte ich für unwahrscheinlich, weil... Wie sind die noch nicht da gewesen? Übereinstimmung negativ. Na cool, hast du Glück gehabt. Gehe ich zum nächsten. Nein, alles okay. Nein. Huch. Keine Übereinstimmung. Ist ja total unauffällig. Mit dem Rücken dahin stehen, aber auf dem Display gucken lassen und dann den Menschen so scannen. Ja, ja, dann gucken wir mal. Hey Cora. Hast du jetzt, kannst du jetzt endlich Wasser bändigen? Biometrische Daten stimmen nicht überein. Ja, siebenmal einer auf frischer Tat ertappt. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Wir wissen, was Sie getan haben. Sie sind hier fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ich mache einfach nur meine Arbeit, das ist alles. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Was immer auch passiert ist, es ist sinnlos, deswegen jetzt jemandem weh zu tun. Was wissen Sie schon? Mir ist egal, was Sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Zack, bumm. Nebenmission abgeschlossen. Sie haben Stufe 3 erreicht. Apropos Stufe, kann ich... Fähigkeiten. Stufenaufstieg. Ihr Trupp ist eine Stufe aufgestiegen. Verbessern Sie Riders Fähigkeiten, indem Sie Kampf-, Tech- oder Biotik-Fähigkeiten kaufen. Trupp. Wählen Sie einzelne Truppenglieder aus, um sie aufzuwerten. So, wir benutzen natürlich Kampf, weil wir sind halt ein Kämpfer. Und da ich schon ein bisschen was weiß, wähle ich so ein bisschen was anderes aus. Asari Elite Einheit, Sturmangriff, Nova, wir nehmen einfach das mal mit. Sturmangriff nehmen wir, das war auch ganz cool eigentlich von ihr. Und Asari Schrotflintenschaden, ganz gut, nehmen wir mit. Stetigen wir. So, Liam. Den Liam. Militärische Ausbildung, machen wir hier mal, den machen wir mal voll. Und dann machen wir hier Chaosangriff, keine Ahnung, was das heißt, ist mir egal, ich nehme das mit. Und gekauft. So, Logbuch, Kodex, Inventar. Ja. Mods, Pistole, Pistolenlauf. Die Waffen können wir ausrüsten. Auch die Rüstung können wir aufrüsten und modden und wie auch immer. So, wo wir gerade hier schon sind. Logbuch, Priorisierte Missionen. Nein, gar nicht. Doch, mit Sam sprechen. Weil wir sind nämlich hier schon in der Nähe. Der Sam-Can ist nämlich in der Hyperion. Da befinden wir uns ja auch schon. Ja, auf der Hyperion. Hey, da!
Hallo, Sam. Hallo, Ryder. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen? Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wie beeinflussen menschliche Erfahrungen einen Computer? Über diese Frage hat sich Ihr Vater oft den Kopf zerbrochen. Ich bin dazu bestimmt, die Antwort zu sein. Offenbar gemeinsam mit mir. Also was heißt das jetzt für uns? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke.